So, und da sind wir auch schon wieder. Wir müssen die Südküste, den Südstrand erkunden, weil da wohl die Feinde angelegt sind, also irgendwie da an Land gekommen sind. Ja, da müssen wir uns da mal ein Bild von machen. Auskundschaften. Oh. Das bringt mich nicht weiter. So, das nehmen wir auch mal mit. So, das Fernglas, das hauen wir wieder weg. Das ist... Warum ich das immer alles immer aufhebe und dann wieder wegschmeiße. Hat ja alles nur damit zu tun, ja, um alles auf 100% zu kriegen. Aber hier haben wir eigentlich so Südküste. Da unten, hier unten, da. Rein theoretisch müssten wir jetzt hier runter und dann hier hinten irgendwie lang. Weil ich denke mal, der Berg hier wird viel zu steil sein, um einfach mal runter zu klettern. Oder vielleicht auch nee, vielleicht können wir auch auf diesen schnellen Weg geradeaus runter. Nein. Okay. Aber ich wusste es, dass dieser Weg da drüben zu irgendwas nütze ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir kommen dort gar nicht runter. Ohne schwimmen zu müssen, aber wir können doch nicht schwimmen. Irgendwie werden wir schon den Weg nach unten finden. Ja, wir kommen langsam in Richtung unten hin. Okay. Hä? Hallihallo, Hallöchen, Leute. Guckt mal unsere erste Höhle. Unsere erste Höhle. Es gibt doch Höhlensysteme. Es gibt Höhlensysteme. Na gut, das war jetzt gerade kein großes Höhlensystem, aber das hat mich trotzdem jetzt erstmal gefreut. Okay, da wird bestimmt hier vorne irgendwo stehen bleiben. Schaut, wie da ist. Ach, Scheiße, mit dem Einschlagen. Geschlagen. Hallo? Lass mich in Ruhe. Das war bescheuert jetzt gerade schon wieder. Oh Mann.
Hier sind also auch ein haufenweise dieser Roboter an Land gekommen. Ich frage mich, kann man die... Ich sollte in Zukunft weiter weggehen. Ich sollte wirklich in Zukunft weiter weggehen von diesen Containern. Oder Granaten reinschmeißen. Oder beides. Aber wir haben jetzt... Wir sind jetzt hier unten. Wir haben aber keinen Hinweis darauf, was wir jetzt eigentlich hier unten direkt machen sollen. Oder was wir suchen sollen. Ach! Ein Sammelgegenstand. Das ist nur Reflexion im Wasser oder vom Gestein. Oder sollten wir einfach nur die Dinger in die Luft jagen? Ich hab's einfach gemacht. Weil es mir für logisch erschien. Verkältungsmission. Zerstöre die Maschinen, die um das Haus patrouillieren. Nee, Leuchtturm. Entschuldigung. Suche Hinweise auf den Ursprung der Container. Verfolgen wir das mal. Hey, Landekopf. Haben wir die jetzt abgeschlossen? Einfach nur, weil wir den Landekopf. Nee, das war... wo ist denn jetzt die Mission? Landekopf da. So. In einem der Container befinden sich immer noch nicht aktivierte Maschinen. Es gibt keinen Hinweis auf die Herkunft dieser Maschinen, außer den verschiedenen Seriennummern, die auf den Behältern zu finden sind. CC019, MB305, BP032 und AK327. Mission abgeschlossen, Landekopf. Okay, entdeckt das Lagerhaus in Blblbl. Es wird wieder mit einer Schnellreise zu tun haben, okay? Sicherer Hafen. Siedlung. Puh. Welche Mission machen wir da jetzt als nächstes? Welche Richtung müssen wir da jetzt? Oder wird es jetzt nicht auf der Karte angezeigt? Inventar. Fertigkeit. Ich will den Leuchtturm auf jeden Fall fertig haben.
So. Dann machen wir mal eine Schnellreise dahin jetzt. Wir sehen, ob jetzt ein paar Gegner neu gespawnt sind, damit wir die umhauen können. Oder ich weiß nicht, wie ich oder was ich da übersehen habe in dem Leuchtturm. Achso, das ist das Funkgerät gewesen hier. Ein Lagerhaus. Du musst doch von hier aus einen guten Ausblick gehabt haben. Ach, da. Das ist aber das verkehrte Lagerhaus. Und so weit gucken kann ich nie. Oder muss ich dort noch mal hin? Nee, dort habe ich die Mission angenommen. Und hier wird sie auch noch angezeigt. Ja. Irgendwie werden wir es schon finden. Hey. Das Problem ist, ich habe ja auch einen Schlüssel gefunden. Aber ich weiß nicht, wofür der Schlüssel ist. Stehe in der Spüle. Die ist so real. Irgendwie fehlt mir hier noch ein Hinweis. Der Hinweis hat mir jetzt gerade nicht weitergeholfen. Irgendwie hilft das mir hier nicht weiter. Irgendwie bin ich ja gerade ein bisschen verzweifeln. Weil ich nicht weiß, was ich hier angeblich noch suchen soll. Wo
Oder was für Informationen ich hier noch bekommen soll. Weil die Mission besagt auch noch, zerstöre die Maschinen, die um das Haus patrouillieren. Hab ich gemacht. Müsste eigentlich ein Haken dran sein. Das ist der Zeitungsartikel. Wir haben doch auch sein Notizbuch da schon aufgenommen. Ich weiß nicht, was er von mir jetzt will. Ich weiß echt nicht, was jetzt das Spiel von mir hier will. Und ich weiß nicht mal, wozu sein Tagebuch gut war. Oder war das Tagebuch von einer anderen Mission? Achso, ich halt zum Treffpunkt in Fischgebäck. Ja. So. Entschlüsselte Kommunikation auf einem ungewöhnlichen Kanal. Konvoi G01, Kennwort CCP 974, bestätigen Sie Ihre Position. Hier FH, letzter bestätigter Kontrollpunkt war um 23:48. Bestätigen Sie den Status der Ladung und Ankunftszeit. Ich muss Sie nicht daran erinnern, wie wichtig Ihre Aufgabe ist und welche Anforderungen Sie erfüllen müssen. Verwenden Sie Kanal 8. 3-2 für die Antwort. Ende der Kommunikation. Konvoi G0-App. Codenamn CCP 974. Bekräfta position. Sista bekräftad kontroll var 23:48. Bekräfta status på last och beräknad ankomsttid. Jag behöver inte påminna om uppdragets vikt eller dess förutsättningar. Vilken godtagligt. Okay, das ist gleich ein Grün, was ich gerade eben vorgelesen habe. Also der verschollene Konvoi wird noch ein bisschen dauern und der Absturz denke ich auch mal. Aber finde Dr. Hacken Petersons Haus. Hab ich. Ich komme gerade nicht weiter. Dann reisen wir mal nach Fischgebäck. Und suchen mal den Punkt, wo den Sammelpunkt, wo die sich sammeln sollten. Weil den habe ich ja auch noch nie. Na, die Fahrräder fallen erstmal um. Ich bin so schwer, dass ein mittleres Erdbeben in der ganzen Welt erstmal auftritt, wenn ich aufstehe. Ich habe es schon verstanden. Oh, Schlösser knacken. Ah, das kann ich auch gut gebrauchen. Level 1, Level 2. So, dann machen wir das mal. Setzen wir das mal auf. Begib dich zum Treffpunkt. Ich weiß aber nicht, wo der Treffpunkt ist. Ach so. Nee, der wird mir dann nie angezeigt, oder? Ich glaube, das Spiel hasst mich langsam. Da ist der Treffpunkt.
warst doch schon mal am Treffpunkt. Wieso hatten die da nie getriggert? Grün? Okay, ich glaube, ich habe schon grün, ne? Und 6x12 in grün. Ich glaube, die habe ich doch schon. 6 bis 12 mal. Sorge ich doch. Schade, da ist also der Treffpunkt auch verlassen. Ach, was ist denn das jetzt? Ich glaube, ich mache hier gerade Bungee, ey. Immer rückwärts. Irgendwas schubst mich hier durch die Gegend. So. Jetzt war ich am Treffpunkt und ich habe nichts gefunden. Ja. Ich verstehe diesen Treffpunkt nicht. Also ich glaube, das wird gerade eine Folge werden, wo ich gerade nichts mehr verstehe. Müsste doch der Treffpunkt sein, oder etwa nicht? Ah. Oh. Die... Oh, wo ist die denn jetzt? Mann. Das ist auch so ein bisschen was. Das ist auch ein bisschen. Sicherer Hafen. So. So. Veronikas Dokument nach der Trennung auf einer Diskette. Hä? Howdy, Big O. Okay, das hört sich nicht mehr ganz richtig an, oder? Sorry. Ich vermisse dich ebenfalls. Zumindest glaube ich, dass ich es tue. Aber die Dinge haben sich nicht geändert, seit wir uns getrennt haben. Wir beide haben Dinge, die wir aufarbeiten müssen. Und um ehrlich zu sein, ich bin zurzeit ganz schön mit Arbeit eingedeckt. Klingt nach einer faulen Ausrede. Ich weiß aber, es ist wahr. Es ist wirklich schlimm. Die da oben machen uns eine Menge Druck und ich bin fast die ganze Zeit im Labor. Ich müsste aber vor Weihnachten ein paar Tage frei bekommen. Wir könnten ein Weihnachtsdinner in der Pizzeria in Fischgebäck haben. Tada, Kapitän Veronika. Achso, tada. Nicht tada, sondern tada. Ach, die ist also... Die ist sogar Captain, also vom Dienstrang her. Okay.
doch ein etwas höheres Tier, die Veronika. Waren wir hier schon? Mal sehen, ob ich das auf der Karte finde. Das klingt eher so weiter oben. Sicherer Hafen? Haben wir das nicht gerade eben abgeschlossen? Gucken wir gleich nochmal nach. Hier müssten wir rein, da würde ich auch nochmal hin. Okay, also irgendwann werden wir es schon mal finden, vielleicht die Stadt. Oder Dorf oder Ortschaft oder was auch immer. Aber jetzt gerade eben in diesem Augenblick sagt mir diese Stadt ja nicht. Wie gesagt, ich war der Meinung mit dem Absturz, dass das Ding hier gemeint ist, aber das war's nicht. Da. Doch. Doch, dort. Da reisen wir mal schnell noch dorthin. Ach so, das ist das Wasser. Mission abgeschlossen, sicherer Hafen. Den könnte ich rein theoretisch plätten, wenn ich wollte. Wenn die sich im hohen Gras verstecken, das ist gemacht. Ich habe Angst. Ich oder das Vieh. Ich hab noch ein paar.
Der Schaden! Ich wollte gerade sagen, verdammt hat die Waffe Schaden. Und dann kommt die Faust von vom Damokles auf uns nieder. Oder das Schwert des Damokles. Ach so, wisst ihr, was ich auch noch hab? Hochexplosiv! Der mit seiner Rakete nacheinander schießen, ey. Unfassbar. Der Große soll jetzt bloß nicht abhauen, den will ich noch haben. Tschüss! Oh, Errungenschaft freigeschalten. Gleich 5 Stück. Finde ich gut. Ablegen. Die Waffe. Das Ding kann sich erstmal ruhig austoben, ich heil mich erstmal. Jetzt habe ich keine Munition in der Waffe. Ja, dabei wollte ich eigentlich jetzt nur noch bis zum Lagerhaus kommen. Aber dank dieses Kampfes, der jetzt gerade mal zum Schluss gekommen ist, müssen wir noch ein bisschen warten. Also bis zur nächsten Folge. Ja, bleibt halt eben nicht aus, ne? Weil wir haben schon wieder 35 Minuten. Da hinten ist es, gelobte Ziel. Naja. Ich würde mal sagen, das zeige ich euch beim nächsten Mal, beziehungsweise gucken wir uns beim nächsten Mal an. Bis dahin, macht's gut und ciao, bis zum nächsten Mal.